Hallo zum Tageshoroskop vom 31.08.2023. Wir haben den Donnerstag und schauen wieder, wie die Sterne stehen natürlich. Und heute ein besonderer Tag, denn wir haben den Vollmond im Zeichen Fische und außerdem ja sehr viele sehr aufwühlende und heftige Nachrichten, die hier in dieser Zeit, in dieser sehr, sehr schnelllebigen und krassen Zeit passieren. Und zwar haben wir ja die Sonne hier im Zeichen Jungfrau und wie gesagt den Vollmond, der jetzt bereits in der Nacht stattgefunden hat, und zwar um 3:36 Uhr morgens. Und dieser Vollmond in den Fischen fand statt zusammen mit dem Mond, also beziehungsweise mit der Konjunktion von Saturn hier. Das heißt, der Vollmond in den Fischen ja, ist involviert mit dem Saturn hier also mit dem rückläufigen Saturn. Und das heißt, es gibt einen Abschluss oder Höhepunkt, wie das immer beim Vollmond, ja, stattfindet, bei dem halt häufig auch Kompromisse, erforderlich sind. Und mit dem Saturn geht es hier unter anderem um staatliche Prozesse. Also jetzt hatten wir ja die Klausurtagung in Meseberg und dann geht es um neue Strukturen halt auch. Und dort wurden ja verschiedene Dinge schon angesprochen. Ob die jetzt hilfreich sind und zielführend sind, das sei mal dahingestellt. Aber es ist einfach erstmal interessant, dass man sich geeinigt hat, weil der Mond in den Fischen natürlich diese friedliche Energie hat, diese sensible Energie auch, wo man dann ja die Chance hat, Dinge wieder zu einigen. Das Fischeprinzip ist ja, dass alle eins sind. Und mit dem Saturn bringt das hier aber auch natürlich Strukturen, Planung, und jetzt hat man ja auch einen 10-Punkte-Plan dort gemacht, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und der Saturn beschreibt ja gerade im Zeichen Fische so Auflösungsstrukturen der Wirtschaft. Und das ist quasi so ein überfälliger Vorgang, weil der Mittelstand besonders, aber die Wirtschaft insgesamt ja hier schon massiv nach Hilfe schreit, weil es schon so extrem ist oder viele auch schon am Abwandern sind oder zumindest Gedanken haben dazu. Also das ist sehr, sehr extrem, und das Ganze findet ja auch statt hier, dieser Vollmond, mit rückläufigen Merkur, der hier mit dem Asteroid Liebe zusammensteht. Aber jetzt klammern wir mal den Asteroid Liebe aus. Also der Merkur rückläufig im Zeichen Jungfrau, der beschreibt also auch natürlich dann eine Aufarbeitung und bringt dann zurückliegende Fehler wieder ans Licht, beziehungsweise die Möglichkeit, dann Korrekturen durchzuziehen und ja, Dinge zu analysieren. Also das heißt, ob das jetzt im Großen ist, im Kollektiv, wie dort bei dieser Ampel Klausurtagung, oder ob das jetzt individuell ist. Also jetzt hat man die Möglichkeit, Dinge abzuschließen, und das mit viel Gefühl und ja, das Ganze auch mit Erinnerung oder mit dem Blick auf die Vergangenheit. Und der rückläufige Merkur, der zeigt sich natürlich auch in anderen Situationen. Also jetzt hatten wir zum Beispiel einen Megastau durch einen extremen Unfall auf der A2 zwischen Magdeburg und ich weiß jetzt nicht genau, in welche, ich glaube, es war Richtung Hannover auch. Auf jeden Fall ist dort die, genau, ist Lachgas dort in einem LKW explodiert. Also da sind LKWs ja aufeinander gefahren und jetzt sind quasi beide Seiten gesperrt, und das ist noch bis Samstag der Fall. Also wirklich unglaublich heftiger Unfall, auch mit ein paar Todesfällen leider. Und wir haben ja auch weiterhin hier die Energie natürlich jetzt gerade ganz frisch von dem rückläufigen Uranus. Und Uranus ist ja hier zuständig für, also den Humor. Und in dem Zusammenhang sage ich das nur, weil es ja Lachgas ist, was da gelagert war. Also das ist natürlich nicht zum Lachen jetzt, die Situation dort, aber also wenn ich höre, dass da Lachgas explodiert ist, und Uranus steht für Explosion und Uranus steht für Humor. Und Uranus ist jetzt gerade seit Dienstag rückläufig und auch davor schon die Tage war stillstehend. Da hatte ich ja schon die Tage gesagt, dass auch im Flugverkehr
das Schwierigkeiten anzeigen kann. Und es gab auch verstärkt ja in diesen Tagen Flugunglücke. Also das ist auch ein größerer Orbit, also das ist ja ein langsamer Planet. Das heißt, wenn der die Richtung wechselt, dann sind das auch die 2 Wochen davor schon krass. Und jetzt auch, der hat jetzt ja auch nicht richtig Fahrt aufgenommen, also der ist jetzt nicht noch richtig schnell laufend, sondern der hat halt langsam die Richtung gedreht und dementsprechend ist das hier eine Energie, gerade in der Rückläufigkeit, die halt häufig technische Schwierigkeiten bringt. Und dementsprechend passt das hier auch zur Explosion mit Lachgas. Also das ist hier natürlich wirklich sehr kritisch. Und zum Uranus kommen wir gleich nochmal zurück, aber der Merkur, der für den Straßenverkehr steht halt auch, der ist ja auch in Verbindung hier mit Chiron im Quinkungsgrade. Und das ist heute exakt. Und das beschreibt, und übrigens Chiron ist ja auch rückläufig. Und das beschreibt also Verletzungen im Straßenverkehr und Kompromisse, die man machen muss, oder Hindernisse, ja. Unzufriedenheit auch, natürlich wegen Staus, weil man Ziele nicht erreichen kann, und weil man hier in irgendeiner Form ja einen anderen Weg gehen muss, beziehungsweise gehindert wird oder mit Verletzungen konfrontiert wird. Und das kann natürlich auch unabhängig jetzt von dem Straßenverkehr, ist es auch in der Kommunikation jetzt der Fall. Die Gefahr von Verletzungen ist, oder aber auch von Heilung ist jetzt hier thematisiert. Und es kann sein, dass man jetzt hier irgendeinen Kompromiss finden muss, bei einer medizinischen Behandlung, bei einem Arzttermin, dass man vielleicht einen Termin verschieben muss. Jetzt gerade in der Rückläufigkeit von Merkur im Zeichen der Medizin hier in der Jungfrau ist es halt auch so, dass man ja vielleicht Verzögerungen erlebt. Ob das jetzt im Straßenverkehr ist oder im medizinischen Bereich, die Thematik von Umwelt, dort kann es auch wieder Rückzieher geben oder Themen der Vergangenheit wieder angesprochen werden und natürlich bei der Arbeit auch. Also es kann auch sein, dass man jetzt eine Nachricht erfährt, dass man hier eine verletzende Nachricht in Bezug auf die Arbeit erfährt, dass man vielleicht hier eine Kürzung erfährt in irgendeiner Form. Das kann natürlich auch sein. Also sowas wie Kurzarbeit kann das natürlich auch anzeigen. Streiks sind auch weiterhin möglich. Hier die Gefahr von Streiks. Und genau, zum Uranus wollte ich noch sagen, der Uranus also stillstehend, also quasi oder jetzt rückläufig, es gab jetzt die Nachricht, also da habe ich natürlich besonders aufgehorcht, stand glaube ich auch in der Bild-Zeitung vorne drauf auf dem Cover irgendwie, also und zwar, oder natürlich auch in anderen Medien, aber dieser Horrorflug nach Ibiza, und zwar ist ein Flieger von Hamburg nach Ibiza jetzt geflogen und der kam in das Unwetter und ist dann direkt in ein Gewitter geflogen, wie gesagt, und dann ist die ganze Technik ausgefallen und es war halt der totale Horror und dann ist dieser Flieger 1 Stunde über Ibiza gekreist und ist dann nach Alicante und hat dort, also musste notlanden in Alicante und dort in Alicante war er dann auch nochmal 1,5 Stunden oder ich weiß nicht mehr genau wie lange, auf jeden Fall weit über 1 Stunde auf dem Boden, weil keiner da raus konnte. Also das muss wirklich der absolute Horror gewesen sein und das ist natürlich für mich, der jetzt gerade quasi knapp 1 Woche vorher selber geflogen ist nach Ibiza, ist das natürlich dann dementsprechend, kann ich da sehr stark mitfühlen. Das ist natürlich auch heftig, aber unter diesen Konstellationen ist das halt auch schwierig. Also Uranus jetzt in der Rückläufigkeit, beziehungsweise gerade in diesen Momenten, wo zusätzlich auch Reisen, Merkur ist ja ein Reiseplanet, in Verbindung mit Chiron schwierig steht. Und ja, wie gesagt, der Uranus ja da auch zu diesem Zeitpunkt quasi stillstehend war, ist das natürlich besonders heikel. Ja, und dann zu dem Uranus, der hier jetzt rückläufig ist, beziehungsweise stillstehend war, gibt es hier auch noch ein paar Nachrichten. Und zwar ist jetzt gerade in Florida, kommt ja ein Hurricane. Uranus sind ja die Stürme, die Hurricanes. Uranus verwüstet alles, also das Wassermannzeichen. Also Uranus ist der Herrscher des Wassermannzeichens. Das Wassermannzeichen, das ist ja so ein bisschen verrückter und stürmisch. Und ja, mit diesem Hurricane in Florida, das ist halt ein sehr, sehr extremer Hurricane. Da erwartet man, dass irgendwie 150.000 Leute ohne Strom sind, möglicherweise. Und da werden auch sehr große Wassermassen aufgewirbelt und da soll es möglicherweise monatelang keine Behausung dann geben für einige Bereiche, weil das dann überschwemmt wird. Und außerdem auch dazu passend, Uranus ist ja auch der Strom, also jetzt kann es auch
mit dem rückläufigen Uranus ja zurück, kann die Stromzufuhr zurückgehen. Und zwar gab es jetzt in Pakistan eine Demonstration wegen erhöhter Strompreise. Also auch das passt dazu. Uranus ist ja der Strom und Uranus sind auch die Demonstrationen. Und Jupiter beschreibt dann natürlich auch die Größe des Sturms oder die Größe der Demonstration. Also 100, ich glaube, das waren auch 140.000, die da in Pakistan auf die Straße gegangen sind, wenn ich das jetzt nicht verwechselt habe. Und auch die Masse an Menschen dort in Florida, die jetzt ohne Strom dann sind, ist ja auch dann angezeigt. Also ein großer Strom oder große Mengen hier mit dem Jupiter. Jupiter ist ja das Symbol für Wachstum und Größe auch. Also sehr, sehr heftig, aber auch spektakulär natürlich diese Nachrichten. Also sehr, sehr unruhige Energien zurzeit. Ja, und der Vollmond ja überlagert das Ganze jetzt hier so und bringt also wie gesagt die Chance für einen Abschluss oder einen Höhepunkt an Gefühlen, an Sensibilität, aber auch soziale Themen sind jetzt besonders im Fokus und ja auch natürlich die Einschränkung des Volkes in Spannung oder die rückläufige Wirtschaft in der Heimat steht in Spannung zur Führung. Also auch das ist hier natürlich thematisiert. Ja, der Aszendent ist immer noch hier im Zeichen Zwillinge. Ja, so langsam nähert er sich dem Ende des Zwillinge-Zeichens. Letzte Zwillinge-Dekade ist die Wassermann-Dekade. Das heißt, es gibt hier Nachrichten, die etwas verrückter sind oder unruhiger sind. Kann auch so zum Beispiel technische Thematiken wie die KI betreffen. Und dann haben wir hier den Vesta da drauf. Vesta steht für Feuer, aber auch für innere Prozesse. Und zu inneren Prozessen möchte ich noch kurz sagen, Uranus wird jetzt rückläufig, wie gesagt, jetzt für die nächsten Monate und bringt dann hier im Stierzeichen natürlich auch Veränderungen in Finanzen und materielle Veränderungen, aber auch körperliche Veränderungen möglicherweise und bringt aber auch die Möglichkeit für innere Prozesse. Also, dass man quasi die letzten Ereignisse der letzten Zeit, der letzten Monate, Wochen, Monate, Jahre vielleicht nochmal überarbeitet, also verinnerlicht. Also das sind ja immer in der Rückläufigkeit, jeder Planet kann in der Rückläufigkeit so innere Prozesse veranschaulichen. Und jetzt haben wir auch sehr viele Planeten rückläufig, das heißt, das ist auch so eine Energie, wo man sehr stark nach innen geht, wo man weniger nach außen geht. Also es kann auch sein, dass du zum Beispiel rausgehst und denkst, oh, wo sind denn die ganzen Leute? Oder es ist wie ausgestorben oder es ist so eine komische, seltsame Stimmung, weil halt nicht alles zurückgehalten wird. Also nicht nur die Wirtschaft stagniert, sondern viele Themen stagnieren. Wachstum stagniert. Jupiter wird jetzt auch in einigen Tagen rückläufig übrigens. Also sehr viele Planeten rückläufig. Pluto ist natürlich auch rückläufig. Also das wollen wir hier nicht vergessen. Also die Masse ist rückläufig. Krise im Staat ist damit sowieso angezeigt. Und auch der Zerfall natürlich. Ja, Merkur steht ja wie gesagt beim Asteroid Liebe, das heißt, vergangene Liebesbeziehungen könnten nochmal eine Rolle spielen. Man kann sich vielleicht auch in jemanden verlieben aus der Vergangenheit oder die Liebe vergeht, das kann natürlich auch sein, dass man hier sich trennt. Sowas ist natürlich auch möglich. Und dann habe ich nochmal den Coronis, der hatte ich ja gestern schon drin, aber wollte ich nochmal erwähnen, Corona oder Corona steht auch für den Lebenskreislauf. Und der steht in Spannung zum Geld natürlich auch, Venus und zu Jupiter, zum international, also der internationale Geldkreislauf, der steht hier gerade in einer extremen Spannung. Das wollte ich hier auch nochmal erwähnt haben. Ergebnis des Tages MC im Wassermann ist natürlich weiterhin hier viel Unruhe oder halt auch die Befreiung in der Öffentlichkeit, also dass man sich quasi frei nimmt und quasi in einer Auszeit im Urlaub ist. Also das ist hier weiterhin hier betont. Also wieder eine ganze Menge los. Dann hoffe ich, dass du einen guten Donnerstag erlebst, einen schönen Tag hast, einen guten Abschluss erlebst mit diesem Fische-Vollmond. Freue mich immer über Kommentare, über Liken, Teilen, Abonnieren meines Kanals. Und wenn du wissen möchtest, wie für dich dieser Vollmond wirkt oder wie für dich die nächste Zeit wird, kann ich dir eine Beratung ans Herz legen. Ich biete immer noch 10% Rabatt drauf an auf meine Beratung, auf meine Sternstunde. Da kannst du mich einfach über das Kontaktformular schreiben. Der Link ist unter dem Video. Ja, und dann freue ich mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute, tschüss.